Ja, hey, voll genial, heute Morgen hier zu sein, an so einem besonderen Tag. Schön, dass du den Weg hier ins Gospelforum gefunden hast. Und Christine, ich werde versuchen, den Impuls natürlich in meine Predigt mit zu integrieren. Und ich habe eine Botschaft auf dem Herzen, die die Predigt vom letzten Sonntag ergänzt. Wir hatten ja das Thema die Kunst, einfach zu leben. Und mich hat es richtig angesprochen. Ich habe gedacht, ich führe das einfach fort. Und deswegen ist heute Morgen die Botschaft, die Kunst, dein Leben zu transformieren. Und ich schreibe im Internet ganz arg viel Artikel und Beiträge über das Thema Transformation, weil Transformation ein Thema ist, was mich begeistert. Und ich in meinem Dienst die letzten Jahre die Möglichkeit hatte, zu sehen, wie Gott ganze Gemeinden, ganze Städte, ganze Regionen, sogar ganze Länder transformiert. Und überall auf der Welt, da finden wir Menschen, ja, die wünschen sich, dass Gott ihre Situation, ihre Herausforderungen, ja, die Dinge des Lebens verändert. Überall finden wir Menschen, die wünschen sich, dass Gott, ja, sie vielleicht an einen neuen Ort führt, in einen neuen Arbeitsplatz, einen neuen Chef. Überall finden wir Menschen, die wünschen sich mehr Geld, ein größeres Haus oder was auch immer. Und ich glaube, dass Gott daran interessiert ist, unsere äußeren Umstände zu verändern. Aber viel mehr als unsere äußeren Umstände zu verändern, möchte Gott unser Herz und unsere Gedanken transformieren. Stimmt's? Weil wenn sich unsere Gedanken verändern, dann wird sich auch unser Umfeld, unsere äußeren Umstände verändern. Also wenn wir lernen, unsere Gedanken zu transformieren, dann wird sich auch unser Leben transformieren. Und deswegen ist wichtig, als erste Vorbemerkung, die Gedanken zu kontrollieren, weil die Gedanken, sie kontrollieren unser Leben. Jedes Handeln, jede Aktion wird kontrolliert durch unsere Gedanken. Zum Guten genauso wie zum Schlechten. Wenn du heute Morgen gute Gedanken hattest, deine Mutter zu ehren und wertzuschätzen, dann würde ich das auf natürliche Art und Weise heute an diesem Tag zu einer Aktion bringen, deine Mutter zu ehren und wertzuschätzen. Wenn du heute Morgen hier in den Gottesdienst mit schlechten Gedanken hergekommen bist, dann wirst du heute Morgen richtig Herausforderungen gehabt haben bei der Parkplatzsituation. Ja, da wird es Dinge geben, die in dir aufgestanden sein, die dich mit Eifersucht erfüllt haben, als derjenige vor dir den Parkplatz weggeschnappt hat. Unsere Gedanken, die lenken unser Leben. Deswegen lesen wir in Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles behüte dein Herz. Ja, Gott sieht in unser Herz. Oder manche Übersetzungen sagen auch, deine Gedanken, denn sie sind die Quelle des Lebens. Deine Gedanken haben Einfluss zum Guten genauso wie zum Schlechten. Hey, wenn jemand zu dir kommt und sagt, du siehst schlecht aus, ja, du bist absolut untalentiert, unbegabt, du hast kein Potenzial, und wenn du das glaubst, ob es stimmt oder nicht, wird es Einfluss auf dein Leben haben. Und wir Menschen, Wir sind oft so gepolt, dass wir immer auf unsere Gefühle schauen. Und unsere Gefühle, ja, die können nur bedingt unser Leben verändern. Das, was unser Leben prägt, ist, was wir glauben. Das, wovon wir überzeugt sind. Das, was wir in unseren Gedanken als wahr und richtig einkategorisieren, das sind die Dinge, die unser Leben prägen. Letztendlich sind die Gedanken so entscheidend, weil die Gedanken der wichtigste Besitz sind, den wir haben. Gedanken prägen und kontrollieren das Leben. Deine kognitiven Fähigkeiten wie die Wahrnehmung, die Aufmerksamkeit, die Erinnerung, das Lernen, die Fähigkeit, Probleme zu lösen, Kreativität, das Planen, die Orientierung, der Wille, der Glaube, das steuert und kontrolliert unser Leben. Und manchmal ist es ein richtiges Schlachtfeld. Warum? Weil unsere Gedanken der wichtigste Besitz sind, den wir haben. Das, was deine Aufmerksamkeit hat, das
wird auch dein Leben prägen und eine Ausrichtung geben. Letztendlich sind unsere Gedanken so wichtig, weil die Gedanken der Schlüssel sind für Glück und Frieden. Wenn du deine Gedanken im Griff hast, führt das zu Glückseligkeit und Frieden. Wenn du deine Gedanken nicht im Griff hast, dann führt es zu Stress, zu Spannung. Unkontrollierte Gedanken, die führen zu Chaos. Kontrollierte Gedanken, die führen zu Frieden, zu Zuversicht. Deswegen steht in Römer 8, Vers 6, die Gesinnung des Geistes aber ist Leben und Frieden. Und ich würde gerne heute Morgen den Rest meiner Zeit hier bei dieser Predigt dazu verwenden, dass wir uns drei Eigenschaften zusammen anschauen, wie wir unsere Gedanken kontrollieren können und wie sich dadurch unser Leben transformiert. Weil du bist der Einzige, der deine Gedanken, deine kognitiven Fähigkeiten kontrollieren und steuern kann. Deswegen ist es wichtig, als erstes zu lernen, seine Gedanken richtig zu ernähren. Und wir kennen das, es gibt gute und schlechte Ernährung. Ja, es gibt gute Kalorien und schlechte Kalorien. Es gibt gute Fettsäuren und schlechte Fettsäuren. Es gibt eine ausgewogene und eine unausgewogene Ernährung. Und genau das Gleiche gilt auch für unsere Gedanken. Es ist entscheidend, unsere Gedanken mit den richtigen Informationen zu versorgen. Zum Beispiel, ich bin gern unterwegs und ich gehe auch ganz besonders gern an Orte, wo ich noch nie gewesen bin. Und wenn ich an einen Ort reise, wo ich noch nie gewesen bin, dann schaue ich mir in der Regel als erstes mal so einen Reiseführer an. Oder ich gehe auf eine Webseite, auf einen Blog und versuche mir Informationen draufzuziehen über diesen Ort, wohin ich reisen möchte. Ich gehe auf Airbnb, schaue mir Erfahrungsberichte an, gehe auf TripAdvisor, schaue mir die besten Restaurants, die fünf Dinge, die du tun sollst, die Highlights der Region. Ich schaue mir alles an. Am besten versuchst du, in Kontakt zu kommen mit einer Person, die vielleicht einen ähnlichen Lifestyle hat wie du und die vielleicht schon mal an diesem Ort gewesen ist, damit du von den Erfahrungen und den Informationen, die diese Person hast, davon profitieren kannst. Weil umso besser deine Informationen sind, umso besser kannst du Entscheidungen treffen. Umso besser deine Informationen, umso besser deine Entscheidung. Umso besser die Quelle, umso besser die Entscheidung. Und die beste Quelle, die wir haben können auf der Reise unseres Lebens, das ist das Wort Gottes selbst. Jesus hat gesagt, ein Mensch lebt nicht nur vom Wort allein, vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Munde Gottes kommt. Jesus hat gesagt, wir sollen die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit, die wird uns frei machen. Es ist so wichtig, dass wir uns ernähren mit dieser Wahrheit. Es ist so wichtig, dass wir uns füllen mit göttlicher Wahrheit. Und jetzt könntest du sagen, ja, wann soll ich mich denn füllen? Am Morgen nach meinem Kaffee oder am Abend, bevor ich mir Germany's Next Topmodel anschaue? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Am besten die ganze Zeit. Viele Ernährungswissenschaftler, die sind sich einig, dass die beste Art und Weise der Ernährung ist, über den Tag verteilt mehrere kleine Portionen zu essen, als nur eine große Mahlzeit am Tag. Genau das Gleiche funktioniert mit Wahrheit. Es ist wichtig, über den Tag verteilt kleine Portionen zu sich zu nehmen. David hat es so gesagt im Psalm 119, Vers 97, wie lieb habe ich doch dein Gesetz. Den ganzen Tag sinne ich darüber nach. Hey, und der David, der war verfolgt von dem Salomo, als er diesen Vers geschrieben hat. Und die Mannschaft von dem Salomo, die wollte den David umbringen. Und ich hoffe, dass heute Morgen in diesem Gottesdienst, dass Halleluja, Glory. Die wollten ihn umbringen. Und ich hoffe, dass heute Morgen niemand hier ist, der versucht wird, von anderen Leuten umgebracht zu werden. Aber zwei Verse davor, da sehen wir, was David sagt. Er sagt, gottlose Verbrecher lauern mir auf, um mich umzubringen. Ich aber achte auf alles, was du in deinem Wort sagst. Hey, die haben versucht, den David umzubringen. Aber David hat sich auf das Wort Gottes fokussiert. Der David war richtig unter Druck, unter Stress.
Aber er hat gelernt, sich mit dem Wort Gottes zu ernähren, sich mit Wahrheit zu füllen. Es ist so wichtig, dass wir uns trainieren, uns mit Wahrheit zu füllen, zu ernähren, weil das unser Leben transformieren und verändern wird. So, der zweite Punkt heute Morgen ist, du musst lernen, deine Gedanken zu befreien. Jeder Mensch ist ein Gefangener von seinen eigenen Gedanken. Und es gibt drei Feinde, die versuchen, deine guten Vorsätze, die du am Jahresanfang machst, deine Strategien, deine guten Ziele, die du entwickelst. Es gibt drei Feinde, die versuchen, deine Ziele zu bekämpfen. Und das Schlimme ist, dass diese drei Feinde, die geben auch nicht so einfach auf. Ja, die versuchen alles, deine guten Vorsätze anzugehen. Jetzt ist die Frage, wer sind diese drei Feinde? Der erste Feind ist deine alte Natur. Oder die Bibel nennt es auch das Fleisch. Hast du dich schon mal in einer Situation wiedergefunden, wo du Dinge getan hast, die du nicht tun wolltest? Ja, du musst deine Hand jetzt nicht heben. Vielleicht warst du schon mal in so einer Situation, wo du gewusst hast, wenn du jetzt diese Sache tust, dann wird es schlechte Auswirkungen haben. Da war so dieses Aber. Auf einmal kamen da so schlechte Gedanken, Gefühle von früher wieder hoch, so alte Verhaltensweisen, alte Denkmuster, wo du gedacht hast, oh, das ist doch schon lange her. Warum sind auf einmal diese Gefühle wieder da? Das ist das Fleisch, die alte Natur. Römer 7, Vers 18, da steht, denn ich weiß, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Hey, vielleicht hast du gute Motive, vielleicht hast du gute Ziele, vielleicht hast du eine gute Strategie, vielleicht hast du dir gute Gedanken gemacht. Aber da gibt es dieses alte Fleisch, dieses alte Ich, was rebelliert und aufsteht gegen diese guten Pläne und Gedanken. Der zweite Feind, der dich versucht anzugreifen, das ist das Böse oder der Teufel selbst. Und dass es das Böse in dieser Welt gibt, da musst du gar nicht weit schauen. Letztes Wochenende war ich in der Ostukraine, in der Nähe von Donetsk. Und am Freitagabend waren wir essen mit dem Pastor in einem schönen Restaurant. Und wir haben vor dem Restaurant geparkt an der Straße. Wir waren keine 10 Minuten in dem Restaurant drin. Da hat jemand den schönen weißen Acura Jeep 4x4 mit Lederausstattung, hat ihn aufgebrochen und hat das Auto geklaut. Und es ist bis heute nicht aufgetaucht. Hey, es gibt Böses in dieser Welt. Aber das Böse, es kann dich nicht kontrollieren, wenn du aus deiner Identität mit Jesus heraus lebst. Stimmt's? Weil der in dir ist, der ist stärker als der in der Welt ist. Aber das, was der Teufel tun kann, er kann versuchen, so die Angebote von schlechten Gedanken zu geben. Und das versucht er zum Beispiel durch andere Menschen, das versucht er durch Medien, durch dein Facebook-Feed. Und auf einmal kommen Gedanken, wo du dir sagst, hey, wo kommt denn das der Gedanke her? Du stehst im Lobpreis und auf einmal kommen so Gedanken und du fragst dich, wo kommt denn dieser Gedanke her? Martin Luther hat mal gesagt, wir können nicht verhindern, dass die Vögel über unserem Kopf fliegen, aber wir können verhindern, dass die Vögel ein Nest auf unserem Kopf bauen. Und hier ist ein entscheidender Punkt für dich heute Morgen. Du musst einen Gedanken nicht einfach akzeptieren. Du musst Gedanken, die du denkst, nicht einfach akzeptieren. Nur weil du etwas denkst, heißt es nicht automatisch, dass es auch stimmt. Nur weil du etwas gedacht hast, heißt es nicht, dass es automatisch wahr ist. Vielleicht ist es sogar so, dass ein Großteil der Dinge, die du denkst, überhaupt nicht stimmt. Kann sein. Es ist so befreiend zu wissen, dass du nicht alles glauben musst, was du denkst. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, hey, du musst nicht alles glauben, was du denkst. Allein wenn du diese Wahrheit heute Morgen mitnimmst, dann kann dich das richtig freisetzen in deinem Leben. Du musst nicht alles glauben, was du denkst über dich selber. Du musst nicht alles glauben, was du denkst über deinen Ehepartner. Du musst nicht alles glauben, was du denkst über Gott. Du musst nicht alles glauben, was du denkst über die Gesellschaft, über diese Welt, in der wir leben. Nur weil du daran denkst,
bedeutet es nicht automatisch, dass es auch stimmt. Hey, in dem Moment, wenn du morgens aufwachst, da versucht der Teufel, dir schlechte Gedanken in deinem Herz zu pflanzen. Wenn der Teufel dir einen schlechten Gedanken gibt, dann nennen wir das Versuchung. Wenn Gott dir einen Gedanken gibt, dann nennen wir das Inspiration. Und die Art und Weise, wie der Teufel liebt zu arbeiten, er nimmt Verletzungen, welche Art auch immer, und versucht dich in deiner Verletzung, dir einen schlechten Gedanken zu geben, um dann im nächsten Schritt dich in dieser Verletzung bitter zu machen. Das ist die Strategie des Teufels. Das ist der zweite Feind. Als erstes gibt es das Fleisch in dir und dann der Teufel, der gegen dich steht. Der dritte Feind, der gegen dich aufsteht, das ist das Wertesystem dieser Welt. Hey, die Welt, die möchte dir nicht helfen in deiner Selbstdisziplin. Hast du schon mal festgestellt? Du musst nur den Fernseher anmachen und dir die erste Werbepause abwarten. Die Welt will dir nicht helfen, in deiner Selbstdisziplin voranzukommen. 1. Johannes 2, Vers 6. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Da lesen wir von der Lust des Fleisches, das ist Sex. Die Lust der Augen, das ist alles, was du dir für Geld kaufen kannst. Oder der Hochmut des Lebens, das ist der Erfolg, der dir das Gefühl gibt, besser zu sein als andere Menschen. Das alles ist von dieser Welt. Und das alles möchte dich abhalten von der Wahrheit Gottes für dein Leben. Also es gibt drei Feinde, die gegen dich aufstehen. Das eine, das ist diese alte Natur in dir drin. Das andere ist der Teufel gegen dich. Und dann auch noch die Welt um dich herum. Und jetzt könntest du sagen, oh, ist ja kein Wunder, dass ich solche Herausforderungen habe. Ist ja kein Wunder, dass ich immer so zu kämpfen habe. Und deswegen ist wichtig, dass wir 2. Korinther 10, 3 bis 5 zusammen lesen. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Und das ist eine richtig militante Sprache, oder? Und da steht, wir sollen Festungen zerstören. Wir sollen Festungen zerstören. Was ist eine Festung? Eine Festung ist jede Lüge, die du glaubst. Letztendlich ist eine Festung alles, was dich wegbringt von dem Willen und der Bestimmung Gottes für dein Leben. So, eine Festung könnte sein, dass du denkst, dass Gott dich nicht liebt. Das ist eine Lüge. So eine Festung könnte sein, dass du denkst, es besser zu wissen als Gott. Das ist eine Lüge. Und jede Lüge, die wir als wahr einkategorisieren, das kann zu so einer Festung werden. So eine Festung kann auch ein verdrehtes Wertesystem sein. Wie zum Beispiel, ich muss einfach nur alles tun, was mir Spaß macht. Das ist Hedonismus. Das kann so eine Festung sein, ist eine Lüge. Oder ich muss versuchen, mir so viel wie möglich zu kaufen, um mir darin mein Glück zu finden. So Materialismus. Ja, wenn du dein Leben auf so ein verdrehtes Wertesystem aufbaust, dann wird es zu einer Festung in deinem Leben werden. Genauso kann auch eine Festung sein, dass du sagst, hey, dieser Person werde ich nie vergeben. Oder für diese Aktion kann ich mir selber nicht vergeben. Das alles sind Dinge, die zu einer Festung werden können. Und wenn du die Kunst lernen möchtest, dein Leben zu transformieren, dann musst du lernen, geistliche Festungen zu zerstören, um deine Gedanken zu befreien. Weil hinter jeder Sünde, hinter jeder Zielverfehlung, wo wir nicht in der Berufung Gottes für unser Leben leben, hat eine Lüge als Grundlage, die du geglaubt hast. Und diese Festungen, die müssen wir zerstören. Also wie funktioniert das? Dieser Vers sagt uns, wir müssen unsere Gedanken gefangen nehmen und unter den Gehorsam Christi bringen. Also wie funktioniert das ganz praktisch? Wie können wir unsere Gedanken befreien, dass wir nicht in Versuchung kommen? Jakobus 1, 13
und 15. Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemanden dazu. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Und was ist Tod? Das ist das Gegenteil von Leben. Das ist das Gegenteil von dem, was Gottes Bestimmung ist für dein Leben. Und er hat Leben und Leben im Überfluss für jeden Einzelnen von uns. Also wie funktioniert Versuchung? Als erstes gibt es da das Verlangen oder die Begierde. Wenn du kein Verlangen nach etwas hast, dann führt es dich auch nicht in Versuchung. Stimmt's? Also ich habe zum Beispiel kein Verlangen, Zigarre zu rauchen. Ich kann in den Laden gehen und da kann komplett voll mit Zigarren sein und ich kann euch sagen, bei mir passiert absolut nichts. Ja, ich habe kein Verlangen danach. Wie sagst du jetzt, ja, wenn ich jetzt ein Verlangen habe zu rauchen, komme ich jetzt in die Hölle? Also wenn du rauchst, dann riechst du vielleicht so, als ob du aus der Hölle kommst. Ja, aber es wird vielleicht dein Leben verkürzen. Aber deswegen kommst du nicht unbedingt in die Hölle. Hey, vielleicht hast du Bereiche, wo du versucht wirst und vielleicht ich überhaupt nicht. Und vielleicht habe ich Bereiche, wo ich versucht werde und du nicht. Und Versuchung, das kann auch erstmal ein ganz natürliches Verlangen sein. Jeder Mensch hat ein Verlangen zu schlafen. Jeder Mensch hat ein Verlangen zu essen, zu trinken, nach Sex. Jeder Mensch hat Verlangen, erfolgreich im Leben zu sein. Das sind sogar gottgegebene Verlangen. Aber wann wird ein Verlangen dann zur Versuchung? Es wird dann zur Versuchung, wenn das Verlangen außer Kontrolle gerät. Das ist wie ein Feuer in deinem Ofen. Feuer im Ofen ist was Großartiges. Es macht warm, ja, du kannst Essen drauf kochen, du kannst grillen. Essen, super, ja, Ofen, phänomenal. Ja. Aber Feuer außerhalb von dem Ofen, das kann dein Haus zerstören, stimmt's? Und genau das Gleiche ist es mit jedem natürlichen Verlangen, was wir haben. Egal, ob Sex, ob Essen, ob Trinken, ob Schlafen, ob es das Verlangen ist, erfolgreich zu sein. Jedes Verlangen, was außer Kontrolle ist, das wird zu Versuchung. Jedes Verlangen, was falsch eingesetzt wird, wird zu Versuchung. Und Versuchung fängt immer in unseren Gedanken an. Das ist der erste Schritt, das Verlangen. Das zweite, was wir sehen, ist das Infragestellen oder das Locken. Die meisten stellen zwei Dinge in Frage. Das erste ist, ob Gott mich wirklich liebt oder ob es Gott wirklich am besten für mich meint. Wenn du in Versuchung kommst, dann kommt meistens als erstes dieses Infragestellen. Meint es Gott wirklich gut mit mir? Hat Gott wirklich gesagt? Und dieses Infragestellen, das ist der nächste Schritt. Wir sehen das schon bei der ersten Versuchung in der Geschichte der Welt. Bei Adam und Eva. Und Adam und Eva, die hatten wirklich perfekte Bedingungen. Ja? Perfekt. Die hatten keine Klamotten. Die waren nackt. Die hatten keine Kinder. Sag mir, wie man das vermasseln kann, okay? Im Paradies. Und sie waren da und auf einmal kommt der Teufel und sagt, hey, seht ihr diesen Baum da drüben? Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr nicht davon essen sollt? Was macht er? Er stellt als erstes das Wort Gottes in Frage. Er sagt, wenn ihr davon esst, werdet ihr verstehen, was gut und schlecht ist. Was macht er? Er stellt in Frage, ob es Gott wirklich gut mit den beiden meint. So als erstes kommt das Verlangen, als zweites das Infragestellen und als drittes kommt die Täuschung, die Falle. Er vertauscht Gottes Wahrheit mit seiner Lüge. Hey, Gott hat gesagt, ihr dürft alles tun in diesem Garten, ihr dürft von allen Früchten essen, nur von diesem einen einzigen Baum nicht. Man könnte auch sagen, es war ein Minimum an Versuchung. Ein Minimum. Es gab nur diese, aber es gab die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen.
Ein Minimum an Versuchung, aber die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Hey, warst du schon mal fischen? Wenn du fischen gehst oder angeln gehst, dann benutzt du einen Köder. Und ein Köder ist eigentlich nichts anderes als die perfekte Täuschung. Und das Schlimme an dem Köder ist, dass die Sache einen Haken hat. Okay? Und ein Köder ist die perfekte Täuschung. Ja, das glitzert, das sieht gut aus, das flackert im Licht. Und ein Köder sieht immer besser aus, als es letztendlich ist. Ein Köder ist die perfekte Täuschung. Als erstes kommt das Verlangen, als zweites das in Frage stellen und als drittes die Falle, die Täuschung. Der vierte und letzte Schritt, das ist die negative Aktion, die Sünde. Jetzt sind wir vom Verlangen, von dem Infragestellen zur Täuschung beim Ungehorsam angekommen. Was in Gedanken angefangen hat, wird zu einer negativen Aktion. Und bitte versteht mich heute Morgen nicht falsch. Gottes Liebe und seine Gnade ist jeden Tag neu da. Er ist da und er liebt uns, er hat gute Pläne und wir haben einen großartigen und guten Gott. Aber jeder Mensch ist frei zu entscheiden, in welche Richtung er sein Leben gestalten möchte. Aber wir sind nicht frei von den Ergebnissen, die unsere Entscheidungen verursachen. Hey, es gibt Konsequenzen von Entscheidungen, die wir treffen. Selbst wenn wir diese Konsequenzen am Anfang nicht bewusst sind. Am Ende wirst du immer das ernten, was du gesät hast. Und der beste Zeitpunkt, eine Versuchung zu überwinden, ist bevor die Versuchung anfängt. Deswegen ist es wichtig zu lernen, seine Gedanken zu befreien. Seine Gedanken zu befreien von den Feinden, die versuchen, uns die guten Vorsätze, die guten Pläne, die guten Strategien, die wir in unserem Herzen machen, zu bekämpfen oder davon zu befreien. Dass wir lernen, unser Leben zu transformieren. Ich komme schon zu meinem dritten und letzten Punkt und vielleicht kann das Lobpreisteam schon auf die Bühne kommen. Und als drittes und letztes ist es wichtig, dein Denken auf die richtigen Dinge zu fokussieren. Wenn du dein Leben transformieren möchtest, dann musst du deine Gedanken auf die richtigen Dinge lenken. Und als erstes ist es entscheidend, denk an Jesus. Denk an Jesus. Du wirst das, was du denkst. Dein Denken wird dein Verhalten prägen. Fang an, über Jesus nachzudenken. Dann rat mal, zu was du werden wirst, wenn du Jesus vor deinen Augen hast, wenn du Jesus in deinen Gedanken hast. 2. Timotheus 2, Vers 8, da steht, richte deine Gedanken ganz auf Jesus. Oder Hebräer 12, Vers 3, wenn ihr also in Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Hey, wenn du anfängst, den Mut zu verlieren, wenn vielleicht manchmal die Herausforderungen zu groß sind oder wenn du manchmal in einer Versuchung stehst, wo du zu kämpfen hast, hey, dann fang an Jesus zu denken. Jesus hat jede Versuchung dieser Welt ertragen und ist hindurchgegangen. Fang an Jesus zu denken, weil er ist der Anfänger und der Vollender von unserem Glauben. Fokussier dein Denken auf Jesus. Als zweites, denk an andere. Philipper 2, Vers 4, an jeder sehe nicht auf das Seine, sondern an jeder auch auf das der anderen. Hey, alles in dieser Welt, in der wir leben, das versucht dir zu vermitteln, dass du nur nach dir selber schauen musst. Alles in dieser Welt. Hast du schon mal diesen Satz gehört? Ich muss das tun, was für mich am besten ist. Das ist so eine Kultur, in der wir leben, dass jeder nur nach sich selber schaut. Aber ich möchte heute Morgen sagen, es geht nicht nur um dich, sondern es geht um einen Gott, dem wir unser Leben anvertraut haben und durch den wir verstehen können, was es wirklich bedeutet zu leben. Und ich glaube, dass jeder heute Morgen hier in diesem Raum ist, der wirklich leben will. Und wenn wir das wahre Leben verstehen wollen,
dann müssen wir uns auf das fokussieren, was Gottes Wort sagt. Hebräer 10, Vers 4. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig zu Liebe und zu guten Werken anreizen. Hey, der beste Ort, wo du Eigennützigkeit praktizieren kannst, das ist die Gemeinde. Das ist deine Kleingruppe. Das ist dein Dream Team. Das ist der beste Ort, wo du andere ermutigen kannst, im Willen Gottes zu leben. Als erstes, denk an Jesus. Als zweites, denk an andere. Und als drittes, denk an seine Herrlichkeit. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Herr, ich möchte sagen, es gibt mehr in diesem Leben als nur das Hier und Jetzt. Es ist so wichtig, dass wir diese Herrlichkeit, die in Ewigkeit auf uns wartet, dass wir die jetzt schon in unserem Herzen tragen. Ich kann dir sagen, dass nur Menschen diese Welt wirklich verändern, die diese Herrlichkeit in ihrem Herzen tragen, die ein Bewusstsein haben, dass diese Herrlichkeit, die wartet an Ewigkeit, schon jetzt, im Hier und Jetzt, da ist und präsent ist. Fang an diese Herrlichkeit zu denken. Kolosser 3, Vers 2, richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Hey, nur Menschen, die diese Herrlichkeit tragen in sich selber, die verändern diese Welt. Herr Jesus war so voll von dieser Herrlichkeit, dass er nicht anders konnte, als überzufließen von dem, was er an Offenbarung in seinem Herzen hatte. Jesus hatte diese Herrlichkeit vor Augen. Und deswegen musste jede Krankheit, jede Schuld, jede Sünde, jedes Leid, überall, wo Jesus aufgetaucht ist, musste diese Herrlichkeit, diese Krankheit, diese Schuld, diese Probleme in dieser Welt, sie wurden damit konfrontiert. Und es kam zu einer Transformation. Und ihr Lieben, ich kann euch sagen, das, was wir brauchen in Deutschland, ist so eine Transformation. Eine Transformation des Denkens. Metanoia. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und spür einfach, dass die Salbung des Heiligen Geistes hier ist, und würde einfach gerne eine Zeit nehmen, wo wir anfangen zu beten. Vielleicht wünschst du dir auch so eine Veränderung in deinen Gedanken. Vielleicht hast du mit solchen Feinden zu kämpfen. Ja, vielleicht hast du mit Versuchung zu kämpfen. Vielleicht ist es für dich schwierig, dich mit Wahrheit zu ernähren. Dann glaube ich, dass heute Morgen so ein Schlüsselmoment für dich sein kann. Dass du hier heute aus diesem Gottesdienst herausgehst und du merkst, ich bin einen Schritt näher an dem, was Gott für mein Leben hat. Und wenn du dir das wünschst und wenn du Glauben danach hast, dann vielleicht leg einfach deine Hand auf dein Herz oder leg deine Hand auf deinen Kopf. Und ich möchte einfach beten. Diese Gedanken gefangen nehmen unter die Autorität Christi. Und beten, dass die Fülle, die im Thronsaal Gottes ist, in der Herrlichkeit Gottes ist, dass sie jetzt kommt hinein in die Situation von jedem Einzelnen. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist mit deiner Kraft. Danke, Heiliger Geist, dass deine Salbung, dass sie jedes Joch zerbricht. Und Herr Jesus, ich möchte beten, dass du hilfst, Gedanken zu kontrollieren. Weil die Gedanken unser wichtigster Besitz sind, der wir haben. Ich danke dir für Autorität über Gedanken. Herr, ich möchte beten, dass du hilfst, richtig die Wahrheit zu erkennen. Und die Wahrheit zu erkennen, die frei macht. Herr, ich bete, dass du hilfst, Menschen heute Morgen sich mit der Wahrheit zu ernähren, mit dieser Wahrheit zu füllen, sodass wir überfließen mit dieser Wahrheit und dass diese Welt erkennt, dass du der Einzige bist, der in wahre Wahrheit und wahrer Frieden geben kann. Herr Jesus, ich danke dir für deine Kraft heute Morgen, dass du hilfst, die Feinde, unser eigenes Fleisch, dass du hilfst, das Böse in dieser Welt und das System dieser Welt zu überwinden. Danke, Herr, dass du uns zur Überwindung, zur Freiheit freigemacht hast. Und Herr, ich bete, dass es geschieht durch unsere Kraft des Glaubens, über diese Überwinderkraft. Herr, ich bete, dass sie wirksam ist für jeden, der das ergreift heute Morgen. Herr, ich möchte beten, dass du hilfst, Versuchung zu widerstehen. Versuchung, die anfängt im Verlangen, die sich weiterentwickeln durch das Infragestellen. Herr, ich möchte beten, dass du hilfst, Köder und Täuschungen zu entdecken und dass du Menschen fernhältst, falsche Entscheidungen zu treffen und falsche Handlungen zu vollziehen. Herr, ich danke dir für deine Kraft.
Ich danke dir für die Freiheit in unseren Gedanken. Herr, ich möchte beten, dass du hilfst, auf dich zu schauen, dem Anfänger und Vollender von unserem Glauben. Herr Jesus, ich möchte beten, dass du hilfst, den Blick auf andere zu richten, weg von uns selber, hin zu den Menschen, die du vorbereitet hast, hin aus in der Uneigennützigkeit zu leben und diese Welt zu transformieren. Und Herr, ich bete, dass du uns hilfst, deine Herrlichkeit zu ergreifen, deine Herrlichkeit zu sehen. Weil wenn wir deine Herrlichkeit anschauen, werden wir verwandelt, werden wir transformiert. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Danke, Jesus, für deine Kraft. Danke, Jesus, für deine Salbung heute Morgen. Danke, dass du Wollen und Vollbringen schenkst. Danke, Jesus, für deine Kraft. Danke, Jesus, dass du hier bist. Ich möchte diesen Gottesdienst abschließen, indem ich einfach eine Frage stelle. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast mit deinem Leben, du hast Herausforderungen, du hast zu kämpfen. Vielleicht bist du heute hier und du hast noch nie Jesus in deinem Herzen aufgenommen. Ich möchte sagen, das Einzige, was du tun kannst, ist dein Herz zu öffnen, um Jesus einzuladen, in dein Leben zu kommen. Damit der, der in dir lebt, der ist stärker als der, der in der Welt ist. Und du kannst es nicht durch Leistung, du kannst es nicht durch Religiosität, du kannst es nicht durch Frömmigkeit, du kannst es auch nicht dadurch, dass du heute Morgen hier im Gospelforum sitzt. Weil nur weil du hier heute Morgen sitzt, bedeutet es nicht automatisch, dass Jesus auch in deinem Leben lebt. Das Einzige, was du tun kannst, ist dein Herz zu öffnen und Jesus einzuladen, in dein Leben zu kommen. Und wenn wir alle unsere Augen schließen, möchte ich einfach diese Frage stellen, wer heute Morgen hier in diesem Raum ist, der sein Herz öffnen möchte, damit Jesus in dein Leben kommen kann. Und ich mache das einfach, ich zähle runter von 3 auf 2 auf 1. Und wenn du heute Morgen hier bist, dann heb einfach deine Hand, dass ich für dich beten kann. Und ich zähle runter von 3. Ganz egal, ob du heute das erste Mal hier im Gottesdienst bist oder schon regelmäßig hierher gekommen bist. Wenn du heute Morgen dein Herz öffnen möchtest, damit Jesus in dein Leben kommt, dann heb einfach deine Hand. Ich zähle runter von 2. Ganz egal, ob du hier links oder rechts sitzt, ob dich jemand mitgebracht hat oder du alleine hier bist. Wenn du weißt, heute Morgen, ich sollte mein Herz öffnen, um Jesus einzuladen, in mein Leben zu kommen, dann heb deine Hand, sodass ich sie sehen kann. Weitere Hände gehen hoch. Ich zähle runter 1. Ganz egal, ob du ganz dort hinten auf der letzten Reihe oder irgendwo hier vorne sitzt, wenn du heute Morgen dein Herz öffnen solltest, um Jesus zu empfangen, dann heb jetzt deine Hand hoch, dass ich sie sehen kann. Und Hände gehen überall hoch im Raum, oben auf der Empore. Halleluja. Halleluja. Ihr Lieben, die Kraft des Evangeliums ist heute Morgen hier. Vielleicht lasst uns zusammen aufstehen. Und ich würde gern die Leute einladen, die gerade ihre Hand gehoben haben. Vielleicht kommt doch einfach rechts und links aus den Reihen hier nach vorne. Weil ich würde gern die Möglichkeit nehmen, mit dir gemeinsam zu beten. Wenn du gerade deine Hand gehoben hast, dann komm einfach rechts und links aus den Reihen nach vorne. Und du kannst auch deinen Nachbarn fragen, ob er vielleicht sein Herz heute Morgen Jesus öffnen sollte, um Jesus einzuladen, in das Leben zu kommen. Und kommt einfach rechts und links aus den Reihen nach vorne. Wir geben euch einen riesen Applaus. Genial, dass ihr so mutig seid.